Eintagsfliege oder Schnapsidee nannten Kritiker den Vorstoß von Fernbusunternehmen, auf dem Verkehrsmarkt Fuß zu fassen. Doch die Alternative zu Auto und Bahn hat sich mittlerweile etabliert. Die führenden unter ihnen, nämlich das Münchner Unternehmen Flixbus und das Berliner Pendant Mein Fernreisebus, setzen ab jetzt auf einen gemeinsamen Weg anstelle von Konkurrenz. Die beiden Unternehmen gaben ihren Zusammenschluss bekannt. Was heißt das für Berlin und den Fernbusmarkt? Unser Thema des Tages. Am zentralen Omnibusbahnhof am Messedamm reiht sich ein grüner Bus an den nächsten blauen. Noch fährt das Unternehmen Flixbus in seinem gewohnten blauen Anstrich. Nach und nach bekommen alle Busse aber den einheitlichen grünen Look. 18 Millionen Fahrgäste will das neue Unternehmen am Ende dieses Jahres befördert haben. Das Ziel scheint nicht allzu utopisch. Immerhin schaffte es Mein Fernbus im vergangenen Jahr auf 7 Millionen Passagiere und der damalige Konkurrent Flixbus auf 3,5 Millionen Fahrgäste. Von Kassel nach Berlin bezahle ich jetzt 18 Euro. Und ich glaube, mit der Bahn, das günstigste Ticket wäre 29 Euro, mit der Bahncard 50. Und ich möchte auch gar nicht recherchieren, wie viel es mit der Bahn kosten würde, weil das wäre für mich unbezahlbar als Studentin. Im Zug finde ich immer ein bisschen, da muss man Glück haben, ob da ausfallen oder pünktlich kommen. Da hat man vielleicht noch mal ein bisschen mehr Verspätung. Hier haben wir jetzt fast irgendwie, ich glaube, nur eine Viertelstunde oder so zu spät. Ja, und dann ist es die günstigste Gelegenheit. Und von wo sind Sie gerade angereist? Aus Münster. Pünktlich, bequem, top. Also ist ein nagelneuer Bus. Service ist gut, es gibt Internet, also man kann sich was zu trinken kaufen. Also top. Kann nur empfehlen. Mach ich wieder. Doch die Erhöhung der Passagierzahlen ist nur eines von den gemeinsamen Vorhaben. Also zum einen, dass wir halt in Deutschland das Netz deutlich verbessern wollen, zusammenlegen wollen, dadurch viel engere Takte haben, beispielsweise von Berlin jede halbe Stunde nach Hamburg oder Dresden oder Leipzig fahren. Das zweite ist, dass wir auch viel mehr schnellere Verbindungen, neue Direktverbindungen schaffen werden. Und das dritte ist, dass wir unser Angebot ganz stark nach Europa und die europäischen Nachbarländer ausbauen werden. Fahrgrün, was heißt das, was steckt dahinter, warum sind denn die Busse jetzt grün? Genau. Also Fahrgrün ist tatsächlich zum einen das Erscheinungsbild von uns, nicht nur der Busse, sondern aller, wenn Sie im Büro sind, ist alles grün, unsere Marketingmaterialien sind grün. Zum anderen soll es aber auch eben betonen, dass der Fernbus ein sehr, sehr nachhaltiges Reiseverkehrsmittel ist. Wir haben den geringsten CO2-Verbrauch nach dem Fahrrad, aber von allen Verkehrsmitteln, der Spritverbrauch liegt unter 0,7 Liter pro 100 Kilometer pro Person und das ist das, was wir auch betonen wollen und wir gucken auch, dass wir ansonsten im täglichen Geschäft nachhaltig agieren, von Umweltdruckereien über Ökostrom und was möglich ist, weil wir das Ganze eben möglichst nachhaltig aufbauen wollen. Inwieweit ist denn die Deutsche Bahn für Sie Konkurrenz oder auch eben nicht Konkurrenz? Die Deutsche Bahn ist schon Konkurrenz. Also der größere Teil unserer Kunden kommt entweder aus dem Pkw oder ist noch nicht gefahren. Aber es gibt natürlich schon auch Kunden, die mit der Bahn vorher gefahren sind, die unzufrieden waren über die extrem hohen Preise bei der Bahn und auch über die vielen Umstiege, weil viele Direktverbindungen gestrichen worden sind, Fernverkehrszüge in die Fläche nicht mehr existieren. Die sind jetzt dankbar, dass sie wieder umsteigefrei fahren können. Aber sozusagen. Wir waren vor allen Dingen erst der große Konkurrent, glaube ich, der Bahn. Mittlerweile ist es so, dass die Bahn auch sehr, sehr günstige Tickets anbietet. Und also die Kunden haben die Wahl, für wen sie sich entscheiden. Und es ist ein Kampf um den Kunden und der wird am Ende nicht über den Preis entschieden, sondern über das beste Produkt, dass die Kunden gerne wiederkommen, dass sie sich wohlfühlen an Bord. Und da werden wir unser Bestes tun. Das haben Sie gerade selbst schon angesprochen. Trotz alledem für die Zuschauer sicherlich ganz spannend, der Preis. Ändert sich denn da was? Wird es jetzt teurer? Können Sie was zu den Preisen sagen, die Flixbus und meinfernbus.de anbieten? Also das Fernbusfahren wird grundsätzlich sehr, sehr günstig bleiben. Und zwar um ein Vielfaches günstiger auch als die Bahn. Preise werden sich aber ändern, wie sie sich immer geändert haben, weil wir auch im Wettbewerbsmarkt stehen. Wir sind ja auch noch im Wettbewerb mit anderen Anbietern. Es ist ja nicht so, dass es gar keine anderen Fernbusanbieter mehr gibt. Wie gesagt, wir haben gerade gesagt, die Bahn, die reagiert immer mit Sparpreisen auf einzelnen Strecken unterschiedlich. Jetzt gerade im Winter gibt es im Luftverkehr günstige Angebote und wir müssen schon gucken, bevor wir einen leeren Bus fahren, verkaufen wir lieber günstige Tickets und haben die Leute im Bus. Grundsätzlich wird sich das ein wenig ändern weiterhin,
werden wir sehr, sehr günstig sein. Und es ist kein Trend da drin zu erkennen, dass wir sagen, wir müssen irgendwie 20-30% die Preise anheben. Das ist nicht der Fall. Wir werden die Auslastung steigern, dadurch, dass wir die Angebote besser vernetzen, mehr Umsteigeverbindungen haben, was ich gerade erzählt habe, mehr Direktverbindungen, mehr Takte. Und Ziel ist, über die Auslastung den Umsatz zu verbessern, nicht über einen höheren Preis. Eine Fahrt von Berlin nach München kostete bislang 19 Euro bei beiden Unternehmen. Da kann die Deutsche Bahn nur schwerlich mithalten. Eine vergleichbare Fahrt in die bayerische Landeshauptstadt kostet mit der Bahn ohne Bahncard 130 Euro. Das schriftliche Statement der Deutschen Bahn fällt kurz aus, lässt aber den Kampf um die Passagiere erahnen. Wir kommentieren Aktivitäten der Wettbewerber nicht. Sie verdeutlichen aber, wie schwierig der Fernbusmarkt ist. Insgesamt verfügt das neue Unternehmen mit dem Zusammenschluss über 560 Busse auf 178 Linien in 13 Ländern. Bei der Ausstattung gehen die Fernbusse mit der Zeit, um die Mitfahrt noch attraktiver zu machen. Unsere Busse sind extrem komfortabel. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, für den Kunden wirklich ein komfortables Produkt zu schaffen. Natürlich bequeme Sitze, man kann die Rückenlehnen nach hinten stellen, wenn man ein bisschen schlafen möchte unterwegs, was auch durchaus häufiger passiert bei den Fahrgästen. Wir haben Steckdosen im Bus, es gibt kostenloses WLAN, es ist natürlich eine Toilette an Bord, wenn die Fahrt mal ein bisschen länger dauert. Hier sogar ein Tisch an Bord, um sich gegenüber sitzen zu können, da auch mal ein Spiel unterwegs zu machen und dergleichen. Und natürlich diverse Sicherheits- und Assistenzsysteme, um den Fahrer bei der Sicherheit zu unterstützen. Wie wählen Sie denn die Fahrer aus und gibt es irgendwelche besonderen Sicherheitsvorkehrungen im Bus, wo Sie sich vielleicht von anderen Unternehmen unterscheiden? Also die Fahrer kommen von unseren Partnerunternehmen. Für uns ist extrem wichtig, dass sie wirklich eine starke Kundenorientierung haben, dass sie freundlich zu den Fahrgästen sind. Wir schulen die sehr intensiv, bis sie quasi mit uns auf der Linie dann unterwegs sind und auch immer wieder im laufenden Betrieb, um da ein optimales Erlebnis sicherzustellen. Und geben uns da extrem viel Mühe, dass wir die richtigen Fahrer einfach an Bord haben. Und dann ist es so, dass wir, glaube ich, wahrscheinlich die jüngste Busflotte haben, die so im Markt auch unterwegs sind. Also wir sitzen auch jetzt gerade in einem brandneuen Bus, der, glaube ich, sehr wenige Kilometer erst auf der Uhr hat. Und die sind natürlich auch voll ausgestattet mit allem, was der aktuelle Stand der Sicherheitstechnik ist. Das heißt, Fahrerassistenzsysteme, natürlich die Klassiker mit ABS und so weiter. Und auch regelmäßige Fahrerschulungen, um da einfach ein Höchstmaß an Sicherheit sicherstellen zu können. Für die Wirtschaft erhofft man sich bei der Industrie- und Handelskammer positive Auswirkungen. Zumal die auch vorhaben, mein Fernbus und Flixbus, jetzt in Verbindungen reinzugehen, die die Bahn gerade aufgegeben hat, nämlich die Nachtverbindung. Haben Sie denn Forderungen auch ans Land, an den Senat vielleicht, was gefördert werden muss, um diese Ausweitung auch noch zu begünstigen? Ja, wir sind ja dabei, die Situation am zentralen Omnibusbahnhof zu verbessern. Wir brauchen mehr Kapazität. Wir haben dieses Jahr einen enormen Sprung der Abfertigung, 170.000. Wir kommen von 100.000 im Vorjahr. Wenn die Entwicklung so weitergeht, dann brauchen wir noch ganz andere Standorte in der Stadt. Da sind ja die Bahnhöfe gut im Rennen. Wir wünschen uns mehr Busparkplätze, mehr Bushaltestellen am Ostbahnhof, Südkreuz, Gesundbrunnen, aber natürlich auch eine Konsolidierung, erstmal ein Ausbau, eine Kapazitätserhöhung am zentralen Omnibusbahnhof. Dort, wo er heute steht, nämlich ideal an die Autobahn angebunden am Funkturm. Bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ist man sich der Problematik durchaus bewusst und verspricht Besserung. Wir arbeiten mit der BVG zusammen an Plänen, diesen ZOB, der ja einer der leistungsfähigsten bundesweit ist, aber eben auch sehr stark belastet ist, zu modernisieren, auch mehr Abfahrtplätze dort zu schaffen. Das hat aber aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen eben auch ein bisschen Vorlauf. Bauen im Bestand ist immer kompliziert und wir wollen uns hier gut vorbereiten, um dann keine Überraschungen zu erleben. Und wir müssen das ja bei laufendem Betrieb machen auch. Deshalb muss da eine entsprechende Vorbereitung laufen. Wir gehen davon aus, dass wir Ende des Jahres mit den Arbeiten beginnen können. Dann werden in zwei Phasen die mehr Halteplätze eingerichtet und insgesamt auch der Ablauf umgebaut. Bis dahin müssen wir eben mit temporären Maßnahmen arbeiten. Das heißt, dass man zum einen im Moment bestehende Abstellplätze auch zu Haltestellen umbaut, zumindest temporär als solche nutzt. Und wir wollen auch im Umfeld gucken, was können wir da nutzen, zum Beispiel die Vorfahrt unter dem ICC, die ja hervorragende Bedingungen bietet, bisher aber vom Betreiber nicht so richtig geliebt wird, dass wir sagen, zumindest für Überlastzeiten muss die auch mit genutzt werden und da muss der Betreiber dann auch entsprechende Rahmenbedingungen für schaffen, was Erreichbarkeit angeht. Und wir wollen auch die Frage der Querung der umliegenden Straßen nochmal angucken in einem Ortstermin, weil es da, glaube ich, ausreichend Möglichkeiten gibt, die Fahrgäste sie bloß schlecht finden und dass man da über ein Leitsystem auch nochmal
verbessert eingreift, ohne jetzt zu viel in die Infrastruktur reinzugehen. Denn das ist zum einen aufwendig, was die Kosten angeht, zum anderen auch technisch gar nicht so einfach. Bis wann könnten diese Maßnahmen abgeschlossen sein? Also die richtige Ertüchtigung mit den neuen Haltestellen oder Ähnliches soll also ab 2015 dann mit einer Bauzeit von vermutlich 2 Jahren insgesamt umgesetzt werden. Die temporären Maßnahmen könnten natürlich relativ schnell umgesetzt werden. Das müssen wir jetzt mit dem Betreiber besprechen. Na dann, allzeit gute Fahrt.